Hallo und willkommen zum Talk Ostend. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Bevor ich unseren Speaker einführe, noch ein paar kleine Details vorne ab. Es gibt, wie ihr das wahrscheinlich schon tausendmal gehört habt, die C3 News Show. Wenn es etwas Interessantes gibt, was ihr mitteilen wollt, irgendetwas, was in der RC3-Welt passiert, könnt ihr das gerne einfach unter c3news.show uns mitteilen und sofern wir das relevant halten, inkludieren wir das sehr gerne. Dann, this talk will be held in German. So, if you don't speak German and you want to understand it, there is going to be a translation. You will find it in your favorite player somewhere to change the language track. I'm pretty sure you'll figure it out. So, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne auf Twitter oder Mastodon an uns richten mit dem Hashtag R3S. Oder ihr geht ins IRC. Das ist wie habe ich das letztens gelesen, wie Discord nur für Boomer. Dort in den Kanal R3S eure Frage eingeben. Unsere Signal Angel werden sich dieser Frage annehmen und sie magisch mir aufs Gerät teleportieren. So, und ohne weiteres, ohne größeren Aufhalten, das ist ein voraufgezeichneter Talk. Hinterher ist der Speaker links, ist er hier persönlich da und wir können die Fragen stellen. Somit, Mats ab. Ja, willkommen zu meinem Vortrag Osint, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Was ist Osint? Das steht für Open Source Intelligence und das Open Source hat nichts mit quelloffener Software zu tun, wie viele das von euch wahrscheinlich kennen, sondern es geht um Informationsgewinnung, das ist Intelligence, öffentlichen Quellen und diese öffentlichen Quellen, das ist eben dieses Open Source in dem Begriff. Der kommt eigentlich von US-Geheimdiensten und es geht dabei um das Zusammentragen von Details, also um Informationen zu schlussfolgern oder um ein Gesamtbild zu erstellen. Man könnte auch sagen, es geht darum, den digitalen Fußabdruck von jemandem oder von etwas zu sammeln. Warum möchte man OSINT machen? Das ist das Überprüfen von Informationen, von der Grundidee her. Vertraue niemand, das ist wichtig für Journalisten und also dieses Überprüfen von Informationen ist wichtig für Journalisten und es geht auch darum, weitere Informationen zu bekommen, das ist auch wieder wichtig für Journalisten, das ist aber auch wichtig für Geheimdienste und für Ermittlungsbehörden und das ist aber auch einfach für wissenshungrige Leute relevant, die eben weitere Informationen bekommen möchten. Und man kann damit auch wunderbar Leute im Internet stalken. Das ist manchmal nützlich, aber es geht vor allem auch darum, dass man die Methoden seiner Feinde kennt. Also wie schützt man sich davor, gestalkt werden zu können? Oder wie kann man das zumindest einschränken? Und man entwickelt ein sehr starkes Google-Fu, was auch sicherlich nützlich ist. Und dann gibt es noch OSINT versus OPSEC. Das ist immer so ein Gegensatz. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Da schreibt jemand, dass er seinen Tweet löschen musste, nachdem er eine Direktnachricht bekommen hat, wo jemand sein Haus auf Google Maps gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob dieser Tweet jetzt ernst gemeint ist, aber die Gefahr ist zumindest ernst, dass sowas passiert. Und in der Regel möchte man ja solche Nachrichten nicht bekommen und man möchte eigentlich nicht, dass jemand plötzlich rausfindet, wo man wohnt. Ja, dieses OPSEC, was ich gerade genannt habe, was ist das? Das ist auch wieder ein Begriff aus den USA und steht für Operational Security. Und das sind Maßnahmen, um die Informationsgewinnung des Feindes einzuschränken. Das kommt also eigentlich aus ist so ein Kriegsbegriff eher.
Und rechts seht ihr dann auch ein Poster, also von einer Kampagne aus dem Zweiten Weltkrieg. Da steht Silence means Security. In Deutschland gab es damals ähnliche Kampagnen, da stand dann zum Beispiel Feind hört mit auf Schildern. Der Begriff wird aber heute auch im Internet verwendet und da geht es dann eher darum, dass man Datenschutz und Privatsphäre gewährleistet und dass man eben Stalkern durch einfach eine gute Datensparsamkeit Steine in den Weg legt. Ja, da ist der Vortrag vom 35C3 OPSEC für Datenreisende sehr empfehlenswert, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Schaut euch den mal an. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Foto. Das hat Donald Trump 2019 mal getweetet. Und das ist eigentlich so die Definition von einem OPSEC-Fail. Das zeigt eine Explosion oder das Ergebnis einer Explosion an einem Raketenstartplatz im Iran. Das Bild zeigt den Raketenstartplatz von oben, von der Seite. Und das stammt aus einem eigentlich geheimen Meeting von US-Geheimdiensten mit dem US-Präsidenten. Und die Quelle des Fotos ist nicht so ganz klar. Also Donald Trump hat es getweetet, aber wer das Foto gemacht hat, ist nicht so ganz klar. Für ein Satellitenbild ist das Bild ungewöhnlich scharf und sehr hoch aufgelöst und es hat auch nicht so Verformungen, die Satellitenbilder üblicherweise haben. Und dann gab es eben die Vermutung, dass die Amerikaner vielleicht eine Drohne da haben fliegen lassen, die dieses Foto gemacht hat. Und die Leute wollten natürlich rausfinden, woher dieses Foto kommt und ob das jetzt von der Drohne kommt oder doch von einem Satelliten oder noch irgendwas und haben sich dieses Foto eben mal genauer angeguckt. Und man erkennt zum Beispiel an der Spiegelung in der Mitte des Bildes, dass das ein Ausdruck ist. Also das ist jetzt kein digitales Bild, was Trump dann direkt gepostet hat, sondern er hat einen Ausdruck fotografiert. Und ja, weitere Details sind natürlich auf diesem Bild zu sehen. Bekannt ist aber vor allem auch, was für ein Raketenstartplatz das ist. Also der Ort von diesem Raketenstartplatz ist bekannt und auch das Datum von dieser Explosion ist bekannt. Die Uhrzeit, wann dieses Foto entstanden ist, ist aber nicht bekannt gewesen. Und es ist auch bekannt, dass die Amerikaner Aufklärungssatelliten haben, aber die technischen Details davon und vor allem auch die Umlaufbahn davon sind Verschlusssache. Und das Gleiche gilt natürlich für Drohnen. Die Amerikaner veröffentlichen ja nicht, wann die wo mit ihren Drohnen langfliegen. Wenn man sich aber dieses Bild genauer anguckt, dann sieht man da zum Beispiel diese verschiedenen Masten und die werfen einen Schatten. Und man kann den Schattenwurf ausnutzen, um damit die Uhrzeit zu bestimmen. Und dafür gibt es natürlich auch Tools im Internet, zum Beispiel suncalc.org. Da kann man dann einfach die gewünschte Stelle auf der Weltkarte auswählen und kann dann Datum und Uhrzeit angeben und es berechnet den Stand der Sonne und die Richtung und die Länge des Schattens an dem ausgewählten Ort zur ausgewählten Zeit. Und damit kann man dann eben, wenn man diesen Schattenwurf rekonstruiert, auch rekonstruieren, zu welcher Zeit dieses Bild entstanden ist. Und dieser Startplatz ist eigentlich ein Kreis, das hat man hier gesehen. Dieser blaue Kreis ist sehr kreisrund. Weil das aber von der Seite aufgenommen ist, ist das natürlich gestaucht. Und wenn man aber diese Stauchung auch rekonstruiert, dann kann man den Aufnahmewinkel von dem Foto berechnen. Und das hat hier jetzt jemand gemacht. Oben ist das Originalbild und also rechts oben ist das Originalbild und rechts unten ist ein Satellitenbild, was er dann einfach genauso gestaucht hat, bis er die gleiche Stauchung erreicht hat und hat dann damit den Aufnahmewinkel berechnet. Und die Uhrzeit und der Aufnahmewinkel, was beides berechnet wurde, die stimmen exakt mit der Position von dem Keyhole-Satellit US-224 überein. Keyhole ist, das sind diese Überwachungssatelliten der Amerikaner. Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß man das, wenn die Umlaufbahn dieses Satelliten Verschlusssache ist? Ja, es gibt eine Satellite Spotting Community und die beobachten und veröffentlichen diese Umlaufbahnen. Das heißt, die Amerikaner selber veröffentlichen die nicht, aber die Dinger fliegen nun mal um die Erde und Leute können das beobachten und berechnen das einfach. Und können das auch relativ genau berechnen. Und dadurch ist jetzt eben bekannt, dass dieses Foto von diesem speziellen Satelliten kommt.
Und dadurch sind jetzt Details zur Aufnahmequalität von diesem Satelliten bekannt, die vorher nicht bekannt waren. Und ja, wie eingangs gesagt, das ist eine sehr hohe Aufnahmequalität und es war vorher nicht so ganz klar, dass die so hoch sind oder zumindest war nicht klar, welche Qualität diese Bilder haben. In dem Fall war jetzt der Standort bekannt. Wenn der Standort von einem Bild nicht bekannt ist, dann macht man Geolokalisierung. Damit möchte man rausfinden, wo so ein Foto oder vielleicht auch ein Video gemacht wurde. Da geht man eigentlich immer gleich vor. Das gilt jetzt für Geolokalisierung, das gilt aber auch für andere Bereiche bei OSINT. Man sammelt erstmal Details, also alles, was man irgendwie sehen kann oder schon an Informationen dazu bekommen kann, sammelt man. Dann recherchiert man anhand dieser Details. Und am Ende sollte man natürlich das Ergebnis, was bei dieser Recherche rausgekommen ist, verifizieren. Ja, beim Details sammeln können wir erstmal Metadaten sammeln. Das heißt, wenn wir ein Foto haben, gucken wir uns die EXIF-Daten und andere Metadaten an, die da so drinstehen. Da können dann natürlich schon Standortdaten einfach drinstehen als GPS-Koordinaten. In den meisten Fällen haben wir sowas aber nicht. Man kann aber zum Beispiel auch sich das Farbprofil angucken. Das ist nämlich so eine Sache, die in der Regel nicht entfernt wird, wenn man jetzt so ein Foto hochlädt bei Twitter zum Beispiel oder bei Facebook, Instagram, was weiß ich. Da werden diese EXIF-Metadaten entfernt. Die Farbprofile bleiben aber da. Und zum Beispiel Apple-Geräte verwenden ihr eigenes Farbprofil und dann weiß man schon mal, dass so ein Foto von einem Apple-Gerät gekommen ist, also wahrscheinlich von einem iPhone. Man kann sich auch das Dateidatum und die Server-Metadaten angucken. Bei Webservern zum Beispiel den Last Modified Header. Teilweise kann man damit rausfinden, wann so ein Bild hochgeladen wurde. Und wir können natürlich auch gucken, von wem stammt dieses Foto, wenn wir das schon wissen. Wenn wir wissen, wer das hochgeladen hat, dann können wir vielleicht auch rausfinden oder wissen vielleicht einfach schon, weil es da dran geschrieben wurde oder so, wo diese Person zu dem Zeitpunkt war oder in welchem Land oder in welchem Gebiet sie sich aufgehalten hat. Und wir können auch vielleicht gucken, was wissen wir über diese Person, wo ist die vielleicht öfter unterwegs oder wo war die in der Vergangenheit schon, oder was hat die für Interessen und wo könnte die vielleicht hingehen. Das sind alles Details, die dann nicht in dem Foto stecken, sondern eben drumherum, aber die durchaus relevant sein können. So, wenn wir uns ein Bild ansehen, dann gibt es ganz viele Sachen, die erstmal vielleicht gar nicht so auffallen, weil man da überhaupt nicht drauf achtet, die aber sehr hilfreich sein können, zumindest in Summe sehr hilfreich sein können. Das ist zum Beispiel die Himmelsrichtung, in die ein Foto geschossen wurde, oder auch der Schattenwurf, die Jahreszeit, die auf dem Foto zu sehen ist, und auch die Umgebung. Also haben wir da Berge, haben wir irgendwie ein Meer im Hintergrund, ist das mitten in der Stadt, ist das irgendwo im Wald? Solche Sachen, wir können gucken, sind da irgendwelche Geschäfte zu sehen. Wenn wir einen Namen haben, ist natürlich immer also nicht unbedingt super einfach, aber sehr hilfreich, weil man dann nach diesem Namen suchen kann. Aber auch wenn wir zum Beispiel sehen, das ist ein Schuhgeschäft, ohne dass wir jetzt den Namen kennen, hilft uns das am Ende weiter. Wir können uns auch Fahrzeuge angucken. Was für ein Typ Fahrzeug ist das? Wie alt sind diese Fahrzeuge? Was für ein Zustand ist das? Weil man dadurch auch teilweise schon zumindest vermuten kann, in welchem Gebiet oder in welchem Land das sein könnte. Und dazu zählt dann auch, wenn Menschen auf dem Foto sind, können wir uns angucken, was für Menschen laufen da rum, wie sind die gekleidet, in welchem Land könnte das zum Beispiel sein oder in welcher Kultur, in welcher Umgebung könnte das sein. Und auch, das Gleiche gilt auch für Gebäude. Wir können uns den Baustil angucken. Und wir können aber auch einfach mal notieren, wie hoch ist dieses Gebäude in etwa oder die verschiedenen Gebäude, wie viele Etagen haben die, in was für einem Zustand sind die. Und auch Straßenverkehr können wir uns angucken. Ist da Rechtsverkehr, ist da Linksverkehr? Haben wir Verkehrszeichen, haben wir irgendwelche Straßenmarkierungen und ähnliche Sachen, weil die unterscheiden sich in jedem Land, auch wenn man nicht sofort sagen kann, was es ist. Kann man sich das angucken und notieren und kann eventuell später rausfinden, in welchem Land diese Verkehrsregeln angewendet werden. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen. Man kann sich einfach mal so Bilder sehr genau angucken und dann überlegen, was man da an, ja, vielleicht unscheinbaren Details so sehen kann und
die einfach aufschreiben. Wenn wir das gemacht haben, dann fangen wir an mit der Recherche. Das heißt, einfach mal in Google schmeißen, was man da vielleicht so sieht. Es ist gar nicht so eine blöde Idee, also manchmal funktioniert das auch, weil vielleicht andere Leute dieses Bild schon beschrieben haben, diskutiert haben, oder irgendwie eine Unterschrift dran gemacht haben. Und man tut einfach mal in Google, was man dann da so drauf sieht. Oder eben, wenn da jetzt ein Geschäft zu sehen war mit Namen oder ein Straßenname oder sonst irgendwas in Textform, kann man das natürlich auch in Google schmeißen. Und wenn man so eine ganz grobe Ahnung hat, wo das vielleicht sein könnte, dann kann man ja auch das mal in Google schmeißen und sich da umsehen. Sehr hilfreich ist auch eine Reverse-Bildersuche, also Rückwärtssuche, wo man so ein Bild hochladen kann und diese Suchmaschinen nehmen dann dieses Bild und suchen ähnliche Bilder oder das gleiche Bild. Eventuell kommt man damit weiter. Es gibt auch allerhand Datenbanken bzw. Listen von allem Möglichen. Also Wikipedia hat Listen und so Vergleichssachen von zum Beispiel Straßenschildern in verschiedenen Ländern. Es gibt Datenbanken für allerhand Sachen von Leuten, die das teilweise kommerziell machen, teilweise einfach, weil sie ein komisches Hobby haben und alles, was sie darüber wissen, auf einer Webseite veröffentlichen. Und es gibt auch Fotodatenbanken, also Fotowebseiten, aber dazu später mehr. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Reverse-Bildersuche. Viele von euch kennen wahrscheinlich Google Images, aber es gibt nicht nur Google Images, sondern es gibt zum Beispiel auch noch Google Lens. Das unterscheidet sich ein bisschen. Das erkläre ich gleich noch. Es gibt auch eine Bildersuche von Yandex. Das ist eine russische Suchmaschine. Es gibt Bing, es gibt TinEye, es gibt Karma Decay, es gibt Reverse-Bildersuche für Stockfotos und es gibt auch Suchmaschinen für Logos und Trademarks. Und je nachdem, was man sucht, sind unterschiedliche dieser Reverse-Bilder-Suchmaschinen sehr hilfreich. Google Images zum Beispiel eignet sich, um das gleiche Bild auf anderen Seiten zu finden oder auch um eine höhere Auflösung von diesem Bild oder vielleicht sogar das Originalbild zu finden, wenn man nur eine Kopie davon hat. Yandex und auch Google Lens können in der Regel Gebäude oder Objekte zum Teil identifizieren oder können zumindest eine Art Stil erkennen und zeigen dann ähnliche Fotos. Google Images macht das nur sehr beschränkt und das ist nicht so gut bei Google Images, weil Google Images tatsächlich eher versucht, das gleiche Bild zu finden und nicht ähnliche Bilder, die vielleicht das gleiche zeigen. Karma Decay ist eine Reverse-Suche für Reddit und das eignet sich teilweise für insbesondere für Bilder, die vielleicht viral durchs Internet gegangen sind oder die auf Reddit schon mal diskutiert wurden, weil man damit dann eben die verschiedenen Reddit-Posts findet, wo Leute das vielleicht schon diskutiert haben, dieses Bild, oder wo man mehr weitere Informationen dazu kriegen kann. Wenn wir jetzt dieses Beispielbild hier einfach mal nehmen und möchten damit eine Reverse-Bildersuche machen. Viele von euch wissen wahrscheinlich schon, wo das ist, aber Google weiß das nicht unbedingt. Hier sieht man jetzt die nicht so hilfreiche Google-Bildersuche. Das hat da überhaupt nichts zu gefunden. Wenn man weiter runterscrollt bei Google Images, dann gibt es auch optisch ähnliche Bilder. Die sind tatsächlich auch ein bisschen optisch ähnlich. Also das zeigt Gebäude, die ein bisschen ähnlich aussehen, aber keines dieser gezeigten Bilder zeigt das, was wir suchen. Wenn man das zum Beispiel mit der Bing Reverse-Suche macht, die funktioniert hier viel besser. Die erkennt sofort das CCH, also das Congress Center Hamburg, und die Suche erkennt auch schon den Text Hamburg, der über dem Eingang steht. Und auch die Yandex Reverse-Suche erkennt das CCH sofort als erstes Ergebnis. Und ja, also diese Bildersuchen unterscheiden sich eben in der Qualität, aber auch in den Eigenschaften. Manchmal helfen unterschiedliche Suchmaschinen. Also es kommt immer auf den Fall an, welche gerade besser funktioniert, wenn sie denn überhaupt funktionieren. Generelle Tipps und Tricks für die Bildersuche sind, man kann oder sollte vielleicht auch Bilder auf das zuschneiden, was man sucht, weil sie ja oft einen größeren Ausschnitt zeigen und man eigentlich nur an einer Sache interessiert ist. Man kann Bilder auch bearbeiten, um das, was man eigentlich sucht, besser darzustellen,
Also wenn das zum Beispiel von der Seite aufgenommen ist, dann kann man das einfach mit einem Bildbearbeitungsprogramm entzerren. Oder wenn das irgendwie durch einen Spiegel aufgenommen ist, man kann die Bilder auch spiegeln oder man kann sie drehen. Man kann das auch einfach mal so probieren und gucken, vielleicht hat ja jemand aus irgendeinem Grund ein Bild hochgeladen, was das Gesuchte irgendwie gespiegelt zeigt. Ja, und das Zuschneiden ist bei Yandex ganz praktisch, da kann man das direkt im Browser machen. Da kann man einfach, hier sieht man das jetzt in einem Bild mit diesem gelben, mit dieser gelben Umrandung. Da kann man das auswählen und ich habe das jetzt mal auf die Fairy Dust zugeschnitten und das wird dann auch sofort erkannt. Das wurde vorher nicht erkannt, weil das so ein kleines Detail in dem Bild war. Und sobald man das zuschneidet, sind die Ergebnisse dann wesentlich besser. Das funktioniert auch mit dem Telemichel, also mit dem Heinrich-Hertz-Turm im Hintergrund. Und das funktioniert auch mit dem CCC-Logo, also dem modifizierten CCH-Logo. Da findet man dann direkt Informationen zum Kongress im CCH bei Yandex. Und ja, zum Bild bearbeiten. Man könnte da sagen, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Oder auch fake it till you make it. Man kann die Bilder einfach in ein Bildmanipulationsprogramm der Wahl reinschmeißen und man kann da auch einfach drin rummalen oder Sachen kopieren und bearbeiten, so wie ich jetzt hier aus dem CCH ein CCC gemacht habe. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man zum Beispiel weiß, dass ein Bild, dass eine Information im Bild so nicht vorhanden ist, aber dass sie vielleicht auf anderen Bildern vorhanden ist. Also wenn zum Beispiel man ein Gebäude sucht und da ist ein großer Baum im Weg oder sonst irgendwas davor, oder ein Schriftzug, wo man einen Teil nicht sieht, aber man vielleicht ahnen kann, wie der aussehen würde, dann kann man das einfach in ein Bildprogramm reintun und darum rummalen und bearbeiten. Das muss auch nicht besonders schick sein, aber das reicht, um diese Reverse-Bilder suchen so weit, ja, sag ich mal, zu täuschen, dass sie nach diesem Bild suchen und dann vielleicht ein Bild finden, was so ähnlich aussieht, wo dann genau das zu sehen ist, was wir eigentlich haben wollen. Das habe ich jetzt hier mit Yandex mal gemacht. Ich habe das CCH-Logo, was ich bearbeitet habe, in ein CCC-Logo, habe ich da hochgeladen und das hat wunderbar funktioniert. Zwar nicht als erstes Ergebnis, aber ich habe Informationen bekommen zum Kongress in Hamburg, wo dieses modifizierte Logo eben zu sehen war. Neben den Reverse-Bilder suchen gibt es auch Listen und Datenbanken, wie ich gerade schon mal erwähnt habe. Es gibt für praktisch alles gibt es irgendwelche Listen und Datenbanken. Also für eben, ja, hier Pflanzen und Tierarten und wie die auf der Welt verbreitet sind. Das ist auch sowas, was man sich im Bild angucken kann. Was für Pflanzen sind da zu sehen und wo wachsen die überhaupt? Oder wann wachsen die irgendwo? Es gibt Datenbanken für Gebäude, die man filtern kann. Es gibt Datenbanken für Verkehr, also für Flugzeuge, für Schiffe, für Züge und eben auch für Satelliten, wann die wo wie unterwegs waren. Datenbanken, wo man nach Flaggen suchen kann oder nach Verkehrszeichen, nach Kennzeichen. Es gibt auch Datenbanken, wo Street Art eingeordnet wird oder gelistet wird, wo man danach suchen kann. Historische Wetterdaten. Es gibt auch Datenbanken, wo praktisch sämtliche WLAN-Netzwerke drin sind. Und es gibt auch Datenbanken, wo Passwörter und E-Mail-Adressen und solche Sachen drin stehen. Und es gibt unzählige weitere Datenbanken. Und man muss, wenn man OSINT macht, einfach mal ein bisschen kreativ werden und sich Sachen raussuchen und mal gucken, ob man da irgendwie Informationen zu findet. Da sind keine Grenzen gesetzt. Eine große Datenbank ist auch OpenStreetMap. Das ist praktisch die ganze Welt in einer Geodatenbank. Und genau, insbesondere in den Metropolregionen hat man da auch eine sehr detaillierte Abdeckung. Und das Tolle an OpenStreetMap ist, man kann diese Datenbank durchsuchen. Und alle Objekte in Datenbank, also alle Sachen, die darin gespeichert sind, haben Eigenschaften. Und so haben Straßen zum Beispiel eine Beschaffenheit und ein, ja, zum Beispiel, was für ein Belag ist da, wie viel Fahrstreifen haben wir, Ampeln sind da drin, Verkehrsregeln sind da drin, und teilweise sind eben auch einzelne Briefkästen, Bushaltestellen, Werbetafeln, Zigarettenautomaten und andere Sachen sind in OpenStreetMap drin.
Umso größer da die Community vor Ort ist, umso detailreicher sind auch diese Sachen und man kann das wunderbar durchsuchen. So, jetzt kommen wir mal zum praktischen Teil. Hier hat jemand auf Twitter ein Foto gepostet und hat gefragt, wo dieses Foto entstanden ist. Wenn man sich dieses Foto genau anguckt und einfach mal, ja, notiert, was man da so sieht, dann haben wir sehr viele Details. Das hier sind jetzt nur ein paar, die ich mal da reingemalt habe. Das Foto hat insgesamt sehr viele Informationen. Man sieht aber zum Beispiel links, dass da noch so ein Stück Grünfläche ist. Man sieht in der Mitte eine Kreuzung mit einer Ampel und man sieht vor allem auch eine Verkehrsinsel für Fußgänger bei dieser Ampel. Wir sehen im Hintergrund diverse Gebäude und wir sehen vor allem auch Verkehrszeichen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Rechts ist ein Verkehrszeichen Vorfahrtsstraße und links ist ein Verkehrszeichen vorgeschriebene Fahrtrichtung. Da darf man nur geradeaus fahren oder rechts abbiegen. Und wir wissen von dem Autor des Tweets, dass das Foto in Hamburg-Wandsbek gemacht wurde. Und um zu demonstrieren, wie man OpenStreetMap-Daten dafür benutzen kann, kann man in das OpenStreetMap-Wiki reingucken und da ist dann dokumentiert, wie solche Verkehrsregeln in der Datenbank festgehalten werden. Und wir sehen jetzt in der Mitte das Verkehrszeichen nur geradeaus und rechts. Das wird in OpenStreetMap mit No Left Turn festgehalten. Und wir können einfach nach No Left Turn in Wandsbek suchen. In dem Fall jetzt mit einem Tool, das nennt sich Overpass Turbo. Und man kann da sehr detailliert nachsuchen. Man kann aber eben auch hier diesen Query Wizard benutzen, der einfache Texteingaben wie diese hier jetzt auch einfach schon verstehen. Und dann kommt das Ergebnis. Man sieht hier links die generierte Datenabfrage, die man im Zweifel dann auch modifizieren und erweitern kann. Und rechts sieht man das Ergebnis auf einer Karte. Und das sind jetzt alle Kreuzungen in Hamburg-Wandsbek, an denen man nicht links abbiegen darf. Und in dem Fall ist das jetzt eine sehr überschaubare Liste. Um die richtige Stelle zu finden, können wir einfach auf der Karte dann reinzoomen und gucken, ob das grob mit dem übereinstimmt, was wir auf dem Foto sehen. Oder wir gucken dann auch bei Street View oder ähnlichem uns diese Kreuzung an. Wenn das jetzt größere Datenmengen wären, die da rauskommen, dann könnte man diese Eigenschaften auch noch weiter filtern. Also man könnte zum Beispiel gucken, wie viele Fahrstreifen sind an dieser Kreuzung vorhanden? Und was gibt es da noch für Regeln? Zum Beispiel ist das eine Vorfahrtsstraße. Lauter solche Sachen, die kann man dann eben versuchen, mit OpenStreetMap noch weiter zu filtern. Und in dem Fall hat man dann nach relativ kurzer Zeit diesen Ort gefunden. Das hier ist jetzt ein Bild von Mapillary. Und man sieht links in grün habe ich das markiert, dass sich dieses Kunststück auf der Rückseite von einem Parkscheinautomaten befindet. Ein weiteres Beispiel, hier hat jemand auf Twitter dieses Bild gepostet und auch gefragt, wo das entstanden ist. Und das Bild hat auch wieder ganz viele Informationen. Ich möchte jetzt hier aber mal drei heraussuchen. Und es gibt einmal rechts eine Hausnummer 39. Man sieht unten am Bildrand, wenn man da ein bisschen reinzoomt und das vielleicht was heller macht, Kennzeichen aus Berlin und aus Brandenburg. Und wir sehen in der Mitte ein nicht ganz alltägliches Gebäudestück. Das ist irgendwie so ein Gebäude, oder es sind zwei Gebäude, die durch so eine Art Brücke irgendwie verbunden sind. Wenn man dann eben guckt in OpenStreetMap, stellt man fest, dass diese Art Brückengebäude ein eigenes Objekt in OpenStreetMap sind. Es gibt in OpenStreetMap über eine halbe Million Mal die Hausnummer 39 und es gibt auch über 2000 Mal solche Brückengebäude. Und das wäre jetzt sehr mühselig, die sich einzeln anzugucken. Wir können aber einfach mal suchen nach Brückengebäuden und dann im Umkreis von Brückengebäuden nach einer Hausnummer 39 suchen. Und dann finden wir weltweit vier Ergebnisse und wir finden ein einziges in Berlin. Und hier links seht ihr diese Abfrage, die ist sehr einfach, also die ist zumindest sehr kurz, die ist nicht unbedingt einfach. Man muss sich ein bisschen mit der Syntax von Overpass Turbo beschäftigen, aber es ist unglaublich mächtig, wenn man das einmal verstanden hat.
Und da hat man jetzt innerhalb kürzester Zeit rausgefunden, wo das ist, anhand dieses Gebäudetyps. Und wir sehen, dass das ist in der Lühnerstraße 39 in Berlin-Wedding. So, dann kommen wir zu Bilddatenbanken. Da gibt es Google Street View, das kennen vielleicht viele von euch. Es gibt aber neben Google Street View auch Mapillary und OpenStreetCam, die sehr ähnlich funktionieren wie Google Street View, nur dass bei den letzten beiden hauptsächlich oder eigentlich nur freiwillige Leute da Sachen hochgeladen haben. Insbesondere in Deutschland ist ja die Google Street View Abdeckung sehr spärlich und in der Regel auch veraltet. Da ist insbesondere Mapillary sehr gut und hat oft aktuellere und sogar häufigere Bilder als Google Street View das hat. Es gibt aber auch Google Places, also das sind diese Unternehmensseiten, die man zum Beispiel bei Google Maps dann auch findet, wo es Bewertungen gibt. Daneben gibt es aber auch Foursquare und Yelp und TripAdvisor und ähnliche Seiten. Das sind alles Sachen, wo Benutzer dann oder vielleicht auch die Eigentümer Bilder hochladen können. Und das passiert in der Regel von den Geschäften. Und manchmal hat man aber eben das Glück, dass man dann das Geschäft von außen sieht, wo dann noch Details aus der Umgebung zu sehen sind oder dass vielleicht ein Foto von drinnen gemacht wurde, wo man aber draußen hinterm Fenster noch Details sehen kann und so eben zu der gesuchten Information oder zu der gesuchten Umgebung noch Details rausfinden kann. Man kann es auch mit Reiseportalen versuchen. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Hotel oder sowas in der Nähe ist, sind da in der Regel Fotos, die Leute von dem Hotel gemacht haben. Und es gibt auch Immobilienportale und sowas wie WG-Portale, Gastfreundschaftsnetzwerke, ja, Couchsurfing und solche Sachen. Auch da gibt es teilweise Fotos von Wohnungen oder vielleicht auch von der Umgebung. Man kann es auch versuchen mit Foto-Webseiten, sowas wie Flickr und da eben einfach mal nach dem Ort suchen und vielleicht hat man Glück und findet da was. Es gibt auch Wikimedia Commons. Das sind praktisch die Bilder, die auch in der Wikipedia verwendet werden. Der große Vorteil da ist, dass die sehr gut sortiert sind. Diese Bilder in der Regel, die haben Kategorien und teilweise haben die auch Geodaten. Und es gibt auch Kartendienste, wenn man danach sucht, die diese Wikimedia Commons Bilder auf einer Karte darstellen. Man kann das aber auch einfach mit Social Media versuchen. So Seiten wie Instagram, Twitter und Facebook und auch Snapchat. Entweder nach dem Ort, also einfach den Namen des Ortes, den man sucht, da mal eingeben. Oder man probiert es, die Ortsangabe dafür zu verwenden. Das ist teilweise nochmal ein Unterschied, ob der Ort jetzt im Text erwähnt wird oder ob der Ort als Ort von dem Post hinterlegt ist. Wenn man sowas macht, kann man in der Regel draufklicken und dann findet man weitere Beiträge zu diesem Ort. Bei Snapchat gibt es darüber hinaus auch noch eine Karte, die man, glaube ich, sogar ohne Account sich auch angucken kann und sieht dann da Sachen, die in der Vergangenheit da hochgeladen wurden von dem Ort. Und dann gibt es noch Webcam-Webseiten, wo man alle bekannten Webcams ja, sich angucken kann, die dann auch manchmal hilfreich sind, um so eine Umgebung auszukundschaften. Und man kann das auch mit YouTube oder ähnlichen Seiten versuchen, und einfach mal gucken, ob da vielleicht jemand zufällig ein Video hochgeladen hat. Entweder von jemandem, der da irgendwie spazieren gegangen ist und aus irgendeinem Grund ein Video gemacht hat oder einen Vlog oder sonst was. Oder vielleicht auch Drohnenvideos oder ähnliche Sachen. Und dann gibt es noch Kartendienste, also Kartendaten oder eben Karten als in Bildform oder auch Luftbilder. Und ja, da wie gesagt OpenStreetMap. OpenStreetMap ist übrigens viel mehr als nur diese Karten, die man auf openstreetmap.org sieht, sondern es ist eigentlich eine riesige Datenbank, die man, wie ich gerade eben gezeigt habe, durchsuchen kann. Man kann die Daten aber auch runterladen und dann selber nochmal damit Dinge anstellen. Und es gibt unzählige Darstellungen von diesen Daten. Je nachdem, was man sucht, gibt es da verschiedene Karten, also Karten von ÖPNV-Verbindungen, wäre jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel und unzählige verschiedene gibt es da.
Und wenn man den OpenStreetMap Editor benutzt, also entweder den ID-Editor im Browser oder JOSM, dann haben also beide haben in der Regel schon viele Kartenbilder, also andere Kartendienste und auch Luftbilder hinterlegt. Die dienen eigentlich dazu, dass man dann OpenStreetMap da weiter bearbeiten kann. Die sind aber auch nützlich, um einfach mal ein Tool zu haben, wo man diese verschiedenen Karten- und Luftbilderdienste auswählen kann für einen Ort und sich da einfach durchklicken kann. Dann kann man natürlich noch bei Google Maps gucken. Man kann Google Maps auch auf die Satellitenansicht umstellen und auf 3D stellen oder Google Earth benutzen. Das ist dann fast das gleiche in dem Fall. Das ist ganz praktisch. Kennt ihr bestimmt, kann man sich dann so in 3D so eine Umgebung angucken und vielleicht auch mal, weiß ich mal, um die Ecke gucken in 3D. Was auch sehr empfehlenswert ist, sind die Geoportale von den Kommunen und von den Ländern. Einfach mal nach Geoportal suchen, weil die Kommunen und Länder in der Regel sehr gute Geodaten haben und teilweise auch veröffentlichen als Open Data oder zumindest kann man sich die irgendwie dann angucken im Geoportal. Und die haben teilweise auch detaillierte Eigenschaften von Gebäuden, zum Beispiel wie hoch sind die in Zentimeter genau ausgemessen oder was für eine Nutzung hat dieses Gebäude. Es gibt auch Karten von Lärmdaten oder Umweltdaten. Man kann sich die Grundstücksgrenzen da angucken. Das sind so Sachen, die man irgendwie jetzt auf Google Maps nicht findet. Teilweise gibt es da eben auch hochauflösende Orthofotos oder Schrägluftbilder. Also Orthofotos sind die von gerade nach unten gefilmt und Schrägluft ist eben von der Seite. Beides je nach Anwendungsfall unterschiedlich nützlich. Und dann gibt es noch so Seiten wie Sentinel Hub oder Zoom.Earth, die ähnlich wie auch Google Earth verschiedene Satellitenbilder anzeigen. Also es gibt verschiedene Firmen, die Satelliten um die Erdumlaufbahn fliegen haben, die dann Bilder machen. Teilweise sind die nur kommerziell zu bekommen, aber mit diesen Webseiten kann man teilweise die sich eben dann schon angucken oder zumindest die kostenlosen Bilder benutzen und teilweise bekommt man auch sogar tagesaktuelle Satellitenbilder. So, dann kann man OSINT auch mit Social Media und Co. machen, also mit praktisch allerhand Webseiten und Benutzeraccounts. Und man kann zum Beispiel die Follower analysieren, man kann die Metadaten von den Posts analysieren. Man kann aber auch zum verwendeten Benutzernamen Recherchen anstellen, man kann sich E-Mails und Passwörter angucken und man kann natürlich auch die Inhalte analysieren von jemandem, der irgendwo Sachen gepostet hat. Und zu der Follower-Analyse kann man festhalten, dass die ersten Follower in der Regel Bekannte sind bei ganz vielen Leuten, die sich gegenseitig in echt irgendwie kennen. Und das in dem Fall Nützliche für uns ist, dass diese Social-Media-Seiten in aller Regel die Follower in chronologischer Reihenfolge anzeigen. Das heißt, wir können einfach nach ganz unten scrollen oder eben ein Tool benutzen und uns die ersten Follower angucken. Und dann kann man gucken, was sind das für Leute? Haben die vielleicht Informationen veröffentlicht, die der oder diejenigen, die wir suchen, nicht veröffentlicht haben? Also zum Beispiel den Wohnort oder auf welcher Schule waren die? Welchen Arbeitgeber haben die? Was für einen Sport machen die? Haben die irgendwelche Vereine oder Hobbys? Und können dann eben gucken, wenn jetzt mehrere von diesen ersten Followern da Übereinstimmungen haben, dann können wir zumindest die Vermutung anstellen, dass das für die Person, die wir suchen, vielleicht auch gilt. Und wir können natürlich auch dann bei diesen Leuten einfach mal suchen, was wir so finden. Und vielleicht finden wir auch Fotos, die sie selber hochgeladen haben oder irgendwie in der Zeitung oder wo auch immer von irgendwelchen Vereinen. Und vielleicht finden wir da dann auch die Person, die wir eigentlich suchen. Dann kann man eine Metadatenanalyse machen. Da kann man sich dann angucken,
Zu welchen Uhrzeiten postet diese Person üblicherweise? Also wann fängt die an? Wann hört die auf, so Sachen zu posten? Wie wird gepostet? Also wird das mit der Android-App gemacht, mit der iOS-App? Wird das im Browser gemacht? Das sind so Sachen, die die Social-Media-Webseiten oft anzeigen. Ich weiß nicht genau, warum die das machen, aber oft machen sie es. Und dann kann man diese Daten auswerten und dann kann man natürlich auch gucken, wann verwenden die jetzt irgendwie das Handy und wann verwenden sie den Browser. Wir können uns auch angucken, gibt es Zeiten, zu denen regelmäßig eigentlich immer gepostet wird und gibt es vor allem Zeiten, wo vielleicht regelmäßig nicht gepostet wird und gibt es da Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten. Und dann können wir Vermutungen anstellen, wann diese Leute wach sind, wann die schlafen oder wann die beschäftigt sind, vielleicht auch in welcher Zeitzone die leben, falls wir das gar nicht wissen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand immer morgens und abends für irgendwie 23 Minuten Zeit für Twitter auf dem Handy hat und davor und danach den Desktop-Browser benutzt hat, dann kann man vielleicht die Vermutung aufstellen, dass diese Person dann gerade irgendwie im ÖPNV sitzt und gerade Bus fährt oder im Zug sitzt. Das muss nicht stimmen, aber das ist zumindest eine Richtung, in die man dann weiter recherchieren kann. Zu dem Thema kann ich den Vortrag Spiegel Mining vom 33C3 sehr empfehlen. Da werden solche Metadatenanalysen gemacht und erklärt. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ja, bei der Username-Recherche, da können wir natürlich erstmal gucken, wie viele Accounts kennen wir schon von dieser Person und welche Usernames werden da verwendet. Wir können aber auch gucken, welche Usernames wurden früher von dieser Person verwendet. Und dazu gehen wir einfach mal auf die alten Posts von dieser Person und gucken uns dann die Antworten an. Und dann stehen da in der Regel Mentions drunter, also Erwähnung von dem alten Benutzernamen, die nicht durch diese Social Media Plattform geändert werden, wenn man den Benutzernamen ändert. Und dadurch kommen wir dann an Benutzernamen, die früher verwendet wurden. Wir können auch nach Datenbanken suchen, das gibt es insbesondere für so Online-Games, wo dann drin steht, wie die Leute früher in irgendwelchen Games hießen. Oder man findet das irgendwie von Steam und von Xbox und so weiter. Kann man gucken, wie die Leute früher hießen. Und dann kann man noch Caching-Seiten, wie zum Beispiel den Google Cache benutzen, oder man sucht auf diversen Webarchivseiten nach dem Profil und finde vielleicht eine alte Version davon und kann dann gucken, wie das Profil früher hieß. Es gibt auch so Scraping-Webseiten, findet man, wenn man irgendwie nach so Sachen googelt und dann ist da irgendwie so eine Kopie vom Instagram-Profil. Die haben, glaube ich, in der Regel das Ziel, dass sie da ohne Ende Werbung draufklatschen und dann irgendwie noch mehr Geld damit verdienen. Aber die sind dann ganz nützlich, weil sie teilweise eben diese alten Benutzernamen dann noch beinhalten und dann kann man die da raussuchen. Man kann auch gucken, ob man neben dem Benutzernamen die eindeutige ID von einem Account findet. Da gibt es in der Regel auch Tools für. Und dann kann man nach dieser ID suchen und findet darüber vielleicht solche Webseiten und dann eben alte Usernames. Wenn wir so eine Liste haben von diesen ganzen Usernames, dann können wir noch gucken, wo sind diese Usernames überall registriert. Auch dafür gibt es Tools, da gibt man den Username ein. Und diese Tools sagen einem dann sämtliche Webseiten, wo dieser Benutzername verwendet wurde oder verwendet wird. Und dann kann man sich diese ganzen Accounts angucken und findet dann da eben noch weitere Details. Und vielleicht findet man dann irgendwie ein Profil bei eBay Kleinanzeigen oder sowas und findet vielleicht raus, wo die Person dann so wohnt. Was man sich auch angucken kann, sind E-Mails und Passwörter. Und fast jeder von uns war ja mal von so einem Datenleck betroffen. Diese Datenlecks können wir dann aber eben ausnutzen. Das heißt, wir können gucken, welche E-Mail-Adresse steckt hinter so einem Account. Dann können wir in diesen Datenlecks aber auch suchen nach der E-Mail-Adresse und gucken, welche Accounts dieselbe E-Mail-Adresse verwenden. Also Accounts auf anderen Webseiten, Accounts mit anderen Benutzernamen und so weiter. Und dann können wir uns von diesen Accounts angucken, was für Passwörter die verwendet haben. Und dann suchen wir in den Datenlecks nach diesen Passwörtern und suchen dann, welche Accounts auf der gleichen Plattform oder auf anderen Plattformen
dasselbe Passwort verwenden. Das ist natürlich der Nachteil von den Leuten, die immer überall dasselbe Passwort verwenden. Deshalb meine Empfehlung, ändert überall eure Passwörter, beziehungsweise benutzt nicht überall dasselbe Passwort. Was man auch machen kann, ist, man geht auf so eine Plattform und klickt einfach mal auf den Passwort vergessen Knopf. Und die zeigen dann E-Mail-Adressen oder Telefonnummern an. Manchmal ganz, in der Regel zeigen sie das irgendwie zensiert an, aber an dieser zensierten Version kann man vielleicht trotzdem noch Vermutungen anstellen, was für eine E-Mail-Adresse das ist. Auch da kann man wieder ein bisschen kreativ werden und zum Beispiel Gravatar benutzen. Das ist so eine Webseite, die Profilbilder darstellt für E-Mail-Adressen und das wird auf ganz vielen Webseiten benutzt. Und die Profilbilder, die URL von diesen Profilbildern ist im Endeffekt eine MD5-Hash-Summe von der E-Mail-Adresse. Wenn wir die E-Mail-Adresse kennen, dann können wir einfach mal nach dieser MD5-Summe suchen. Wenn wir die E-Mail-Adresse noch nicht kennen, dann können wir gucken, ob wir eine Webseite finden, die Gravatar benutzt, wo der gesuchte Account ein Gravatar-Bild verwendet. Dann können wir uns aus der URL diese Hash-Summe kopieren und dann suchen wir einfach mal im Netz nach der gleichen URL oder nach dieser Hash-Summe und dann finden wir dadurch Webseiten, wo dieselbe E-Mail-Adresse benutzt wurde, um einen Account zu registrieren, beziehungsweise um ein Bild anzuzeigen. Das mit diesem Passwort-Reset, das ist mal einem gewissen US-Präsidenten ein bisschen zum Verhängnis oder zumindest zum Gespött geworden. Der hatte nämlich seinen Funktionsaccount als US-Präsident mit irgendeiner komischen Gmail-Adresse registriert. Und wenn man bei Twitter einfach mal auf den Passwort-Reset-Knopf drückt, dann werden einem diese Informationen angezeigt. Das ist der Standard bei jedem Account. Man kann das irgendwo in den Einstellungen deaktivieren. Da muss man die E-Mail-Adresse kennen, bevor man sein Passwort zurücksetzen kann. Kann ich sehr empfehlen, diese Einstellung zu aktivieren, aber der Standard ist eben, dass man das nicht braucht und dann findet man da Informationen über die E-Mail-Adresse, die sehr schlecht zensiert ist, und auch dann nicht irgendwie immer drei Sterne dazwischen sind, sondern da ist wirklich jeder Buchstabe mit einem Stern zensiert und dann kann man da schon einfach gucken, wie passt das mit irgendeinem Namen oder so und dann findet man so vielleicht die E-Mail-Adresse raus. Da werden auch die Endungen von den Handynummern angezeigt, die man bei Twitter registriert hat. Kann auch hilfreich sein. Damit findet man zwar nicht die Handynummer selber, aber wenn man eine Vermutung hat, welche Handynummer jemand verwendet und man sieht dann bei Twitter, dass das dieselbe Endung ist, dann war auch das wieder eine nützliche Detailinformation. So, dann können wir noch Inhalte analysieren. Das heißt, wir können uns angucken, mit wem wird häufig interagiert. Welche Themen oder Hashtags werden da benutzt? Welche Sprachen spricht diese Person oder benutzt sie im Internet? Und haben wir vielleicht wiedererkennbare Rechtschreib- oder Grammatikfehler? Da gab es mal einen sehr interessanten Fall von der österreichischen Politikerin Sigi Maurer. Die hat auf Facebook irgendwelche Hassnachrichten bekommen und der Besitzer von dem Absender-Account hat dann behauptet, dass jemand anderes am Computer war. Allerdings hat dann in der Erklärung von dem Besitzer des Accounts gestanden oder haben sich dieselben Zeichensetzungsfehler gefunden. Der hatte immer ein Leerzeichen vor dem Kommata gesetzt und das war sowohl in diesen Hassnachrichten als auch in dieser Erklärung, dass er das gar nicht gewesen war, drin. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd für ihn. Ja, wir können uns aber auch angucken, verwendet die Person Wörter, die nur in bestimmten Regionen verwendet werden, und dann eben Vermutungen anstellen, wo die Person lebt oder vielleicht, wo sie ursprünglich herkommt. Und man kann natürlich einfach nach speziellen Begriffen suchen und versuchen, rauszufinden, wo die Person wohnt, falls sie das irgendwo mal erwähnt hat, oder wo die Person arbeitet oder was sie vielleicht so über die Arbeit schreibt. Oder auch irgendwie versuchen, Dinge über Beziehungen oder die Familie rauszufinden. In der Regel ist es ja doch ein bisschen aufwendig, so einen Account komplett zu lesen.
Und da muss man sich eben auf die Dinge interessieren, die einen potenziell weiterbringen könnten. Ja, und am Ende, wenn man diese ganzen Daten gesammelt hat, sollte man auf jeden Fall die Ergebnisse verifizieren, weil diese Ergebnisse ganz oft auf wildem Herumsuchen und auf Raten basieren. Und teilweise kommt man dann zu Erfolgen oder man findet Sachen raus. Wir müssen uns aber sicher sein, dass diese Ergebnisse, die wir haben, wirklich richtig sind und nicht nur ein ähnlicher Treffer ist, also ein anderer Benutzer mit einem identischen Benutzernamen, oder irgendwie ein Bild, was wir rausgefunden haben, oder eine Position, wo derselbe Baustil verwendet wird. Das Haus sieht vielleicht gleich aus, ist aber nicht dasselbe Haus. Das heißt, wir sollten uns angucken, können wir das wirklich beweisen, dass diese Daten übereinstimmen? Und da gibt es keine pauschale Anleitung für, aber da muss man eben gucken, dass man genügend Anhaltspunkte hat am Ende der Recherche, die einem eine hohe Sicherheit geben, dass das, was man gefunden hat, wirklich zu dem gehört, was wir suchen. Ja, es gibt auch noch ein paar technische Sachen, die man bei OSINT ausnutzen kann. Zum Beispiel erlauben sowohl GitHub als auch GitLab, dass man hinter den Username einfach .keys anhängt. Und das gibt einem alle SSH-Keys aus, die der Nutzer in seinem GitHub oder GitLab-Account eingetragen hat. Das gilt auch für private Instanzen von GitLab. Also selbst wenn man eigentlich überall immer ein Login braucht, dieses .keys, das funktioniert auch mit den privaten Instanzen. Und wichtig an der Stelle, so ein Public Key reicht aus, um bei einem SSH-Server zu prüfen, ob der diesen Public Key annehmen würde. Also man braucht nicht den Private Key dafür. Ich kann mit einem Public Key einen Server anfragen, ob er diesen Public Key reinlassen würde. Und damit kann ich einfach mal gucken, auf welchen Servern denn so ein Benutzer seinen SSH-Key liegen hat. Und auch PGP-Key-Server sind gute E-Mail-Datenbanken. Da kann man einfach mal nachsuchen, einfach mal eine Domain eingeben oder ein Username oder einen Namen eingeben. Und dann findet man teilweise da einfach, was diese Person für E-Mail-Adressen hat. Und teilweise machen Leute auch den, ja, ich weiß nicht, ob es in dem Fall ein Fehler wäre, aber es ist für Stalker sehr hilfreich, wenn sie private und berufliche oder andere E-Mail-Adressen mit demselben Schlüssel signieren. Dann kann man nach diesem Schlüssel suchen und findet dann eben diese dazugehörigen E-Mail-Adressen. Und auch Git-Repos sind sehr gute Datenbanken, weil die Commits in den Git-Repos enthalten den Namen und die E-Mail-Adresse des Autors und die enthalten auch die Zeitzone. Wenn man so in der, ja, in der History von solchen Git-Repos sich umsieht und oder vielleicht auf einem GitHub-Profil einfach mal ein paar Jahre zurückscrollt und sich dann die alten Aktivitäten anguckt, dann sieht man da oft E-Mail-Adressen von der Hochschule oder von dem Arbeitgeber des Profils, auch wenn die später da irgendwas eher Privateres benutzt haben. Teilweise steht da auch irgendwie der Realname drin oder es sind eben alte Nicknames, die früher verwendet wurden oder irgendwelche Deadnames. Man kann natürlich bei GitHub und ähnlichen Plattformen seine Profildaten ändern, aber das hilft nicht, weil die Commits dadurch nicht verändert werden. Und man kann natürlich im Nachhinein diese Commits ändern und einen Force Push machen und das alles überschreiben. Aber auch das reicht in aller Regel nicht aus, weil in Forks von dem Projekt und auch in Pull Requests oder in anderen Branches diese Daten erhalten bleiben und man da immer noch drankommt. Und es gibt auch Archive von GitHub und anderen Plattformen, oder eben einfach generische Archiv-Webseiten, wo man dann an diese Daten noch rankommt, selbst wenn man es geschafft hat, sie komplett aus so einem Repository zu löschen, was meistens schwierig ist, weil die Leute, die dann bei GitHub aktiv sind, ja zum Beispiel auch bei anderen Projekten Pull-Requests gemacht haben und da kriegt man die Sachen in der Regel nicht raus. Man kann sich auch Hostnames angucken, zum Beispiel TLS-Zertifikate enthalten die Domains und auch alle weiteren Domains bzw. Subdomains, für die so ein Zertifikat gültig ist. Das kann man sich angucken und dann da eben weitere Hostnames mit in Erfahrung bringen. Und diese TLS-Zertifikate werden alle öffentlich protokolliert. Also wenn ihr ein Zertifikat erstellt, dann
ist vorgeschrieben, damit die Browser das überhaupt annehmen, dass das öffentlich protokolliert wird, und dafür gibt es auch Suchmaschinen. Da kann man dann nach den Domains oder nach Teilen von Domains suchen und sich eben diese Zertifikate angucken. Und auch DNSSEC kann dabei eventuell hilfreich sein. Es gibt nämlich diese NSSEC-Records und die enthalten den Namen des nächsten Eintrags. Und dann kann man mit so einer Domain anfangen und dann diese Einträge alle enumerieren und kriegt dann praktisch eine Kopie von dem ganzen Zone-File. Das wurde mit NSSEC 3 ein bisschen eingeschränkt, aber auch da gibt es noch Angriffsmethoden, wo man dann nach den Hashes suchen kann und eventuell Sachen weiter enumerieren kann. Ja, und zu WLAN, es gibt immer noch Wardriving, wer das nicht kennt, da fährt man praktisch durch die Gegend und sammelt Daten über WLAN-Netze und gleichzeitig zur GPS-Position und lädt das dann auf so einer Webseite hoch und kann eben sehen, wo welche WLAN-Netzwerke gibt. Das ist auch dann, teilweise werden solche Datenbanken benutzt, um eine Ortsbestimmung mit dem Handy zu machen, also Google und iOS und sowas. Also Android und iOS machen das jeweils mit eigenen Datenbanken. Wenn gerade kein GPS zur Verfügung steht, dann gucken die sich an, was haben wir denn so für Bluetooth-Geräte und was für WLAN-Geräte haben wir in der Nähe und wo könnte das sein. Aber es gibt eben auch diese öffentlich durchsuchbaren Webseiten und da kann man dann teilweise nach den Namen von WLAN-Netzen suchen und findet raus, wo die sind. Deshalb ist es nicht so eine gute Idee, irgendwie das witzige WLAN, was der Nachbar gerade hat, auf Twitter zu posten, weil das kann man dann eben in diesen Datenbanken suchen und dann findet man möglicherweise, wo das ist. Und selbst wenn das nicht so eindeutig ist, in so einer Liste von WLAN-Netzwerken hat man ja üblicherweise mehrere Netzwerke und eine Position, wo genau diese Liste von WLAN-Netzwerken in einem bestimmten Umkreis ist, ist doch eher unwahrscheinlich. So, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Das war mein Vortrag, der kratzte jetzt nur an der Oberfläche. Generelle Empfehlung, post nicht alles ins Internet. Der Feind hört mit. Silence means security. Wenn ihr Sachen ins Internet postet, lasst möglichst alle Infos raus, die nicht relevant sind. Postet irgendwie nicht aus dem Fenster raus, auch wenn das nur irgendwo im Hintergrund ist. Alles, was eigentlich nicht relevant ist für das, was ihr zeigen wollt, schneidet das raus oder schwärzt das. Das ist immer eine gute Empfehlung, weil alles, was sie sagen, kann und wird gegen sie verwendet werden im Internet. Und hier habt ihr noch eine Liste von weiteren Tools und Infos, die ihr verwenden könnt. Und wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann folgt mal dem Account QuizTime auf Twitter. Da wird jeden Tag eine OSINT-Challenge gepostet. Das macht sehr viel Spaß und man lernt sehr viel, wenn man versucht, diese Challenge zu lösen. Das war mein Vortrag. Dankeschön fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich gerne. So, vielen Dank auf jeden Fall, dass du es für deinen Talk natürlich und vielen Dank, dass du es hergeschafft hast. Wie ihr sicher merkt zu Hause an den Geräten, ist es so, dass der Speaker gerne anonym bleiben will und deswegen werden wir auch nicht seinen Namen erwähnen. Wir haben schon ein paar Fragen fangen wir mal ganz oben an und arbeiten uns weiter nach unten. Ich zitiere. Wie weit darf ein Privatermittler mit OSINT gehen? Sind Hinweise und Indizien, die man über OSINT finden kann, vor Gericht valide? Ich bin kein Gericht. Ich denke, dass wie das bei so Gerichten üblich ist, wenn da entsprechende Experten eingeladen werden und die solche Daten beim Gericht präsentieren und das so präsentieren, dass das Gericht das nachvollziehen kann, gehe ich davon aus, dass solche Daten auch verwertet werden als Beweis. Danke dir. Dann weitere Frage.
Zählt es als OSINT, wenn ich dafür zahlen muss, zum Beispiel die API von Shodan? Ich würde sagen, ja. Vielleicht haben andere Leute da andere Ansichten. Ich möchte jetzt nicht die Definition davon festlegen. Mhm. Aber die Daten, die Shodan zum Beispiel sammelt, das sind ja auch nur öffentliche Daten. Also Shodan sammelt die ja auch nur von dem, was sie öffentlich finden. Und ja, ist, theoretisch kann man die Daten ja auch selber einfach dann im Internet scannen. Ja, Shodan macht die ja im Prinzip nur maschinenlesbar. Gibt es die Folien bzw. die Shownotes irgendwo zum Runterladen? Noch nicht, aber die lade ich später hoch, ja. Danke dafür. Immer schön Informationen teilen, ne? Zu Datenbanken eine Frage. Pflegt jemand eine aktuelle Liste, weil meist sowas schnell in 404 endet? Ja, es gibt Listen. Ich wechsle mal gerade zurück. Diese Linkliste, da gibt es ein paar Sammlungen, wo solche Sachen gepflegt werden, die auch immer aktualisiert werden, wo es dann solche Datenbanken gibt. Und guckt da einfach mal rein, da solltet ihr einige Sachen finden. Okay, danke dir. Kennst du Alternativen zum Altego? Nein, kenne ich gerade nicht. Müsste ich auch selber recherchieren. Okay, danke. Wie weit kann man in der Zeit zurück, wenn man solche Dienste verwendet? Sagen wir, man hat ein Ereignis aus 2003 oder so, das man nachverfolgen will und möchte dazu den Aufenthaltsort der Person geografisch eingrenzen. Das kommt darauf an, was für eine Datenbank man eben verwendet. Wenn man eine Datenbank findet und je nachdem, was für Informationen man da suchen will, findet man eventuell Sachen. Wahrscheinlich findet man nicht so viel wie zu aktuellen Daten. Aber das kann schon gut sein. Also Wetterdaten zum Beispiel, gehe ich von aus, kann man finden. Satellitenbilder findet man definitiv auch aus der Zeit. Und ja, einfach kommt drauf an, ne? Kann gut sein. Okay, danke dir. Kennst du kostenlose passive DNS-Datenbanken, die eine ähnliche Qualität haben wie kommerzielle Alternativen, wie zum Beispiel DNSDB von Farsight? Ich hatte mal eine gefunden, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Meldet euch gerne über die Kontaktdaten, die eingeblendet waren. Dann gucke ich nochmal nach, ob das noch aktuell ist, was ich da mal verwendet hatte. Danke dir. Und sonst eben in diese Listen hier gucken, ne? Da findet man vielleicht auch was. Mhm. Gibt es für diese Methoden, zum Beispiel für Recherchen, auch Automatisierungen oder ist es reine Handarbeit für Privatpersonen? Es gibt diverse Tools und Frameworks für OSINT, die auf spezielle Sachen sich dann spezialisiert haben, zum Beispiel für Social Media, auch für andere Sachen. Je nach Anwendungsfall kann man da ziemlich viel automatisieren. Auch da guckt in die Linklisten, da findet ihr mit Sicherheit was. Danke dir. Eine Frage zu den Shownotes und den Folien. Wo wird man die denn später runterladen können? Ich glaube, ich kann die im Pre-Talks hochladen und die werden da verlinkt. Ich werde es auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen auch später posten, gleich im Anschluss und lade die selber nochmal hoch. Okay, also ich bin mir relativ sicher, dass man die Folien in Pre-Talks hochladen kann. Was hältst du vom OSINT-Repo von Black Arch? Das kenne ich nicht. Okay. Es gibt die Möglichkeit, bei einem Bild die Kameraposition der Lichtquelle, die das Objekt anleuchtet, zu berechnen. Das funktioniert über das vom Objekt reflektierte Licht. User hat vor ein paar Jahren mal ein Paper gelesen. Gibt es dazu moderne Online-Offline-Versionen? Ich weiß, dass es da Recherche zu gab. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt. Von daher kann ich nicht sagen, ob es da Tools für gibt. Wenn, dann findet man sie wahrscheinlich in der Linkliste. Ja. Kann ich einfach ganz viele Fake-Daten und Posts ins Internet setzen, damit ich es Leuten erschwere, mehr über mich herauszufinden? Ja, das ist eine sehr gute Idee, solche Ablenkungsmanöver zu fahren und zum Beispiel einfach einen falschen Realnamen an sein Twitter-Profil dran zu schreiben oder einen Ort da dran zu schreiben, der gar nicht der tatsächliche Ort ist. Mhm. Oder ähnliche Sachen zu machen.
das ist sehr effektiv, weil die Leute dann natürlich anfangen zu suchen, wo es gar nichts zu finden gibt. Und natürlich darf das in keinem guten, Q&A fehlen, nämlich eine Person, die eine Anmerkung macht. Es wäre noch erwähnenswert, dass es den Cell-Mapper für mobile Netze gibt. Hier müsste ich jetzt als Harold sagen, was ist deine Frage, aber das überspringen wir jetzt mal. Gut, dann haben wir das soweit, dann haben wir soweit alle Fragen durch. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und insbesondere, dass du hier warst und wünsche dir noch eine gute Heimreise, Philipp. Dankeschön und vielen Dank für diese Bühne. Auf Wiedersehen. Thank you.